Mechanische Taucheruhren gibt es mittlerweile viele. Und professionelle Taucher nehmen die auch mit. Das Problem, gerade unter Eis, wenn ich mit einem Trockentauchanzug tauche, eine Taucheruhr passt nicht mehr um einen Trockentauchhandschuh. Es sei denn, sie hat ein extra langes Armband. Und ich kann sie auch über einen Trockentauchanzug tauchen. So wie die neue Zettina. Deshalb war dieses extra lange Armband eine Voraussetzung dafür, dass die VDST-Uhr dieses Armband hat, damit wir diese Uhr über Trockentauchanzügen tragen können.